Do it! Try this! Say it! Hallo, meine Freunde! No! Damn! Yeah! Hades Tod gab uns mehr Fragen als Antworten. Aber endlich war er keine Bedrohung mehr. Es war der Beginn eines neuen Kapitels. Für alle von uns. Endlich erwischte es doch Josef Dschekaitze. Wie fühlt es sich an, ein Held zu sein? Lass es dir nicht zu Kopf. Gideon, Mitchell, ich muss euch sehen. Sofort. Bilona, was ist los? Wir treffen uns in Wartungsraum 6A. Kommt nur ihr beide. Okay, sind unterwegs. Bin gespannt, was sie von uns will. Und damit willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Advanced Warfare. Ich bin wieder euer Crazy Memphis, so sieht das aus. Und wir haben hier schon am Anfang gleich ein Intel liegen, cool. wir sollen jetzt zu Ilona. Wird wahrscheinlich jetzt ein Dreier werden, oder was? Verzeiht mir das. Guten Tag! Atlas, NT2. Ah, das sind doch hier diese Brechersuits, ne? Jawohl. Gut. Los, Gideon. Vor zwei Jahren musste man ständig um sein Leben fürchten. What the fuck? Das ist Bagdad? No way! Wie gut das hier aussieht. Holy shit, okay. Darf ich hier noch rumlaufen, sagt mal? Ich gucke einfach mal. Nicht, dass dann gleich wieder steht, sie verlassen den Missionsbereich. Mwahaha. Kennt man ja schon. In Memory of Wall Irons. Okay. Mai 13. Mai 2033 und 10. Juli 2054. Oder bis 10. Juli 2054. Okay, haben wir das auch geklärt. So, Gideon, ich komme. Good day, Sir. Rühren. Das Echo-Team hat gestern eine weitere KVA-Zelle eliminiert. Das Netzwerk ist bald entwirrt. Hades war der Schlüssel. Der Welt gehen die Schurken aus, mein Freund. Du solltest dich auf den Ruhestand vorbereiten. Guten Tag, Sir. Guten Tag, guten Tag. Und, alles klar bei euch, oder was? Ist auch ein doofer Job, war den ganzen Tag nur vor dieser Tür zu stehen, nichts passiert. Das wäre für mich ein bisschen monoton, ne? Aber, naja, okay. Geben das seine. Oh. Weiß jemand, dass ihr hier seid? Nein. Ich hoffe nicht. Also, fangen wir an. Oh, Ilona, hallo. Was zur Hölle soll das denn alles? Seht einfach zu. Das ist Irons, mit dem geretteten Technologen. Wo? Der Typ aus dem Fluss? Er hat es nicht nach Nigeria geschafft. Die KVA plant einen Angriff. Sie haben mir alles erzählt. Was für ein Angriff? Einen weltweiten. Auf Kraftwerke. Sie wollten, dass ich für Sie die Sicherheitssysteme ausschalte. Wo genau wollen Sie zuschlagen? Seattle, Paris, Tokio. Tausende werden sterben. Jemand muss das erfahren. Nein. Alle müssen davon erfahren. Keine Sorge, alles okay. Ich kümmere mich sofort darum. Wow, Irons, Alter. Mr. Spacey. Und er hat es passieren lassen. All diese Leute sind gestorben und er hat davon profitiert. Wo hast du das? Hades. Bevor er starb, hat er es uns gegeben. Und wir wissen, dass es war mit unserem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Es ist von Atlas. Außer uns hat das niemand gesehen. Wir müssen hier raus. Sofort. Das ist ja krass, dann hat also doch unser Mr. Spacey ein bisschen Dreck am Stecken, würde ich sagen. Ich habe mir das ja schon im letzten Part ein bisschen gedacht am Ende, als das Interview kam mit ihm. Oh, da ist er auch schon. Oh, ich hätte schon gleich abdrücken müssen. Goddammit. Wir haben alles gesehen. Was gesehen? Sie wussten von den Angriffen,
All diese Unschuldigen. Das war eine gefälschte Aufnahme eines Terroristen. Sie sind verrückt. Ein Monster. Ich bin enttäuscht von dir. Du hättest alles sagen können. Haltet sie hier, bis die Reporter weg sind. Ich hab doch nur Befehle befolgt, goddammit. Gideon, du hast es doch gesehen. Oh, Gideon, okay. Das ist gefälscht. Er hat sich entschieden. Ha. Huh. Bleib, wo du bist! Hör zu, wir haben das Exosystem gehackt. Vertraut mir, in 10 Sekunden wird das Feuersystem aktiviert. Dann rennt los. Okay. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ich vertraue dir einfach mal. Alright. Ja, los, Ilona. Wir machen das. Komm, ich folge dir, mein Spätzel. Wer sind Sie? Mein Freund. Prophet, die Feuerschutztüren im Keller sind deaktiviert. Wir können die Flüchtigen nicht abfangen. Wir brauchen diese Türen, verdammt. Moment. Haha, kugelsicher. Wisst ihr das nicht? Wir brauchen den Magnetgriff. Ah, jetzt sind wir wieder hier so unterwegs, alles klar. Sie aktivieren einen hohen Schirm. Ihr habt nur ein paar Sekunden, wenn ihr auf dem Dach seid. Da oben sind wir gefangen. Vertraut mir. Okay, wir sind oben. Weg! Wie weg? Ah! Oh my God. So, fuck you all. What? Ich hab keine getroffen. Wait. What? Ja, ich bin unterwegs. Au. Au. Oh, hier sind Gegner. Au. God damn it. Fuck off. Na los. Ey, warum? Ah! Oh, scheiß Zivilist. Ah, ich häng fest! Ey, diese Drohnen sind ja echt mies, ey. Also, ich krieg die nicht mit meinen EMP-Granaten platt. Komischerweise. Kann ich sie denn hier... Ah, immer draufrotzen. Was, sie sind nicht entkommen? What? Wie soll ich entkommen, wenn nicht alle angreifen? Okay, dann machen wir es halt so. Hallo, Buddies. Lauf über das Dach und springt über das Geländer. Na los! Lauf! Dann machen wir das halt so. Oh yeah. Die Kanalisation ist genau vor euch. Weiter. Okay, wir können nicht schnell schwimmen. Wow. Okay. So, Ilona, was los? Müssen wir jetzt hier hoch, oder was? Und was jetzt? Ihr müsst es über die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Ich brauche noch eine Zweitwaffe auf jeden Fall. naja. No Intels? No. Keine Bewegung! Auf den Boden! Auf die Knie! Sofort! Sie treiben die Zivilisten zusammen. Wir haben nicht viel Zeit. Dadurch. Runter zur Straße. Oh, das ist doch eine scheiß Drohne. Go fuck yourself. Ich hab sie entdeckt! Wir haben dich gesehen. Da sind sie. Lauf! Da drüben! Ausschalten! Oh mein Gott. Yeah.
Komm schon, ihr ganzen Geier! Ach, das ist Ilona. Ups, sorry. My bad. Ich sehe gerade überhaupt nicht, wo die schießen, aber okay. Hallo. Ja, Leute, ich schaue mich natürlich wieder um. So ein wenig, auf jeden Fall. Ah, look at that. Gib mir die geheimen Daten. Dankeschön. Aua. Hey. Oh, ich habe keinen Sprungboost. Das ist ja mies. Kann ich jetzt eigentlich einfach zum Ziel laufen hier? Wo ist denn das? Got it. Er liegt da immer noch. Okay. Gib mir mal eine zweite Waffe. Dankeschön. Ja, hier könnten jetzt auch wieder überall so ein paar Intels rumliegen. Wobei, ich hatte ja jetzt vor kurzem S1. Also, ich denke mal nicht, dass so kurzfristig alle nebeneinander liegen. Das sind alles Civis. Haut ab. Granate, ich weiß zwar nicht wohin, aber Granate. Ah, ich hab getroffen. Ah! Da hätt's mich auch fast zerrissen. Da hat's mich fast zerrissen. Okay. Oh, hello, buddy. Hello, buddy. Hey, Shoddy. Oh mein Gott, was bist du denn? Was ist das denn? Komm, alles drauf! Oh mein Gott, what the fuck? Okay. Das heißt, wir müssen auch gegen diese fetten Mechs kämpfen. Alter Schwede. Okay. In das Bot. Steigen wir in das Bot. Komm, lauf, 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 lauf. Here we go. Bye, bye. Bereite den Kletterhaken vor. Den wirst du noch brauchen. Kletterhaken, okay. Es wird noch geschossen. Er guckt sich erstmal hier schön das Ding an, Alter. Zum Gas geben, RT. Okay. Ach, wir können tauchen? Okay. Schneller geht nicht, weil wenn ich noch doller drücke, geht mein Controller kaputt. Sorry, aber das wollen wir nicht. Juhu! Das ist cool mit dem Tauchen, er hat was. Die Rampe, aber natürlich. Immer rauf, die Rampe. Yeah. Wow. Oh my God. Ah! Ups. Aufpassen! Hey. Wow. Angriff, tauchen. Mehr Raketen. Oh my God, das ist echt heftig, Alter. Mehr Raketen, tauchen. Wo sind wir gleich? Was sind wir da? Oh Gott, wir werden... What? Oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Was geht hier ab? Ah! Oh, shit. Ich würde sagen, wir können den Anker werfen. Könnt ihr mich hören? Ihr müsst weiter. Ilona, ist alles klar bei dir, oder was? Könnt ihr weiter? Ja, das Fort ist zerstört. Wir laufen weiter.
Der Evakuierungspunkt liegt über euch, oben im Gebäude. Wie sollen wir da raufkommen? Setzt den Hand ein. Okay, meine lieben Freunde, es wird hier auch schon wieder Zeit, einen kleinen Break einzulegen, so leid es mir auch tut. Aber wenn euch der Part trotzdem ein wenig gefallen hat, könnt ihr natürlich nochmal einen Daumen hinterlassen, eventuell auch nochmal einen Kommentar. Wäre auf jeden Fall sehr nice von euch. Danke, dass ihr am Start gewesen seid. Ihr seid wie immer die Besten. Und wenn ihr Bock habt, hören wir uns dann zur nächsten Runde Advanced Warfare. Also, bis zum nächsten Mal.